verraten wir es dann, wenn es soweit ist, mit einem Wort, oder? Servus und herzlich willkommen beim Bauernverbund Ravensberg. Heute sind dabei der Knecht, also der Didi, der Chris und der Carsten. Hallo! Grüß euch! Grüß euch! Und der kleine Niklas ist heute nicht dabei. Aber wir haben trotzdem unseren Spaß. Ja. Aber das nächste Mal kommt. Also, machen Sie jetzt wie die Bauarbeiter. Hä? Machen Sie jetzt wie die Bauarbeiter. Warum? Ja. Wie auf der Gemeinde. Schauen wir jetzt arbeiten zu. Achso. Ja, wie bei der Bundesbahn mit der Antwort, oder? Ja. Aber das ist ein ganz schöner Haufen geworden. Ja, auf jeden Fall. Ne? Was da noch daneben gegangen ist, das ist der Wahnsinn. Kann man das nicht verkaufen? Noch nicht. Was der alles verkaufen will. Verkauft ja, wenn der Preis passt. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ich glaube, da müssen wir aber was draufzahlen. Ah, okay. Oder? Ja, Herr Schwager. Ja, ja. Du hast Speck wollen, Samstag. Didi, ich habe jetzt 3 Tage lang Speck gegessen. Oder 4 Tage? 4 Tage. Wo? Oh. Oh, im Wald. Im Wald. Heimlich. Denke mal. Hast du ein eigenes Lager schon angelegt im Wald, ha? Nein. Kann ich mal denken. Das Weib ich nicht sieht. Ist der nicht da? Das mit der Trägerin kriege ich wieder eine. Nein, die ist nicht da. Carsten, das ist mein Traktor. Okay. Jetzt fährst du wieder raus. Dann haben wir es auch. Hilfe! Was ist jetzt los? Nicht rennen davon. Also der ist leider davon. Schabernack aus der Herr Carsten. So, ich habe den Haufen erledigt. Also ich bin häufig erledigt. Oder wie heißt ich habe die Handbremse gelöst. Ich bin arbeitslos. Warum? Vorher raus mit dem Traktor, der hat ja genug Kraft. Ja. Was ist der Traktor? Ja. So, passt. Ist ja gut. Wir haben die Scheidung, Carsten. Was passt? Ja, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir zumindest mal die Ernte vorbereiten, oder? Ja. Wer fährt mit dem Drescher? Didi. Nein, Christian. Nee, also letztes Mal gedroschen hat, glaube ich, der Joachim, oder? Ja, und der Didi. Also, Also dann muss entweder ich oder der Chris. Ist egal, wer fährt. Bitte, Bini. Ja, das mache ich. Dann stelle ich mal den Kleinen hier ab. Ich bin mit so einem Gerät nicht vertraut. Ich nehme den Wagenanhänger da. Er trischt immer beim Nachbar. Das ist aber nicht gut. Oh ja, das ist eine doppelte Ernte. So, wo war das Gewicht? Das war meins. Na, wo ist denn der Johnny überhaupt eigentlich? Der Johnny steht in der BGA oben, soviel ich weiß. Das ist sicher. Aber warum komme ich nicht rein? Du bist am Hof beigetreten? Oder hat das mit dem nichts zu tun? Nein, der ist ein Lohnunternehmer angestellt. Ist er da, der Johnny? Nein. Oder ist er weg? Ich glaube, der ist weg, außer ich übersehe ihn gerade. Ich habe keinen gesehen. Durchs Update konnte es sein, dass er weg ist, gell? Ja. Ah, müssen wir nachher schauen, dass wir den nachher nehmen nochmal. Weißt du, der hat mal Update der Stand, gehabt. Der stand tatsächlich da, wo das Gewicht steht. Ja, ich glaube auch, ja. Mhm. Das war das Update, ja. 100 ja. Pro. Der ist jetzt halt unsichtbar, ne? Nein, das haben sie aber geschrieben. Man muss es dann vorher verkaufen. Das habe ich nämlich jeder lesen, aber ich hab's nicht mehr gewusst. Mhm. Ah, kein Problem. Ja. Der Kleine ist nächstes Mal zurückkommt. Schau mal. So, jetzt hört's auf den Ring, jetzt kann ich meine Dachel lüften. So, der Joachim hat natürlich mein Gewicht oder irgendeiner hat mein Gewicht? Nein, ich habe kein Gewicht. Ah, das weiß ich, wer der das hat. Der Christian hat mein Gewicht. Ich habe auch kein Gewicht. Ja, ja, man hat es gerade gesehen. Das muss ich aber runterschauen, wo ich im Flugstein habe. Der nicht, Flug steht? Gewicht... Ja, ich weiß es, aber nicht, dass ich dort noch mein Gewicht dazu stehen habe. Nein. Brauchst du mein Gewicht? Nein, geht schon, Christian, ich habe jetzt ganz ins Gefühl. Ich bin mir immer noch auf 5 Minuten Skalierung. Ja, jetzt ist schon wurscht. Jetzt ist eh wurscht, ja. Also jetzt bringe ich eigentlich im Prinzip den Drescher nur noch zum
zum Ding und dann wird schon Spritur gedreht. Boah, das sind zwar langsame von uns. Hättest du den Mähdrescher nicht auffrisieren können? Geht eh immer noch. So, Die Sendung ist aus. Achso, nein. Nein, stellt sich jetzt nur die Frage, was soll ich machen? Ja, hast du die Stumpfräse schon ausprobiert? Ja, ja, schon alles gemacht. Okay. Moment. Herr Carsten, wo fangen Sie denn an zum Dreschen? Dann fangen wir halt auf dem Feld an, wo man auch Stroh ablegen kann, oder? Das wären im Prinzip bei allen drei. Achso, man kann ja überall Stroh ablegen. Ja. Na passt dann. Kannst du dich drum kümmern, was wir dann zum Aufsammeln brauchen? Ja. Ja, genau. Achso. Ich würde sagen, wir werden pressen, oder? Das Ganze. Pressen. Oder willst du es große haben können? Weil was soll man es denn einlagern? Mhm. So, jetzt bin ich mir verfahren von lauter Einlagern. Wo bin ich? Da, jetzt kommen wir mal die anderen gleich näher. Wo bin ich? Ah, na stimmt nicht. Ich will pressen. Du willst pressen. Nix da. Ja, es ist schon gewendetes Pressen. Ich will pressen! Was der in der letzten Zeit presst hat, ist Sinn geblieben bei uns. Jetzt bin ich mir wieder verfahren. Okay. Ist nichts, Max. Nein, das ist. Ah, bin was? Ich nicht. Wo steht denn mein Pflug? Ah, über der Donau. Also Donau ist ja das. Was geht denn da überhaupt durch? Was für Fluss? Ich würde sagen, das ist der Rhein-Main-Kanal oder was gibt es da noch so für Querverbindungen? Ja, aber was geht da? Sieht aus wie ein Kanal. Ja. Mhm. Bitte, das ist der Gaberling. Für die Leute, die Gaberling ist unser großer Fluss. Ein großer Fluss, ja. Ein ja. Also das der ist wahrscheinlich so gut. Der mündet in die Donau. Aber erst irgendwo, glaube ich, in Russland. Oder was? Ja, aufhörst, die gehen alle googeln und finden. Das ist ein großer Fluss. So, welche Presse darf ich kaufen? Puh. Die was wenig kostet. Ja, die was wenig kostet. Die Meldung. Passt, mit zwei sind sie einig, gell? Ja. Jeder Euro wird zusammen umtragen. Ich stehe aber nicht gut da. Ich muss jetzt auch gerade überlegen, wie ich das hier mache. Mein Liebling wäre ja die Fastbell. Das haben wir gedacht und die wird auch gekauft. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Christian, wir müssen ja mehr wickeln. Wir haben ja noch Heuer und alles zum Wickeln. Ja, aber. Dann bleiben wir es aber nur mehr 20.000 über, Joachim. Ist das ja klar? Ist mir klar. 20.000. 24.000. Wir haben wie gesagt, es wäre ein Wunsch von mir, aber. Die Class Quadrant ist wieder, kostet nur 25.800. Moment. Ja, da haben wir Viereck, die haben wir aufgekaut, ja? Ja. Und dann müssen wir wieder kaufen, ja? Dann fahren wir es Viereck haben, da fahren wir Waterborn haben, ja? Warte bitte, wir müssen, nein, wir können die eh nehmen. Das ist gar keine verrückte Idee. Warum? Die große. Wir lassen hier ein Stroh fallen, oder? Ja. Ja, eben. Also keine Bedenken. Haben wir den Motor mal, Joachim? Bevor ich es kaufe, Carsten, fangst du mal kurz an zum Dreschen? Ja, kleinen Moment. Dann, wenn bei... Das siehst du eh, wenn du die Ballen anschaust, Joachim. Wenn du die Fastball hingehst, siehst du, was der alles pressen kann. Dort sieht man schon. Da tust du ein bisschen leichter. Wie das so aussieht, ja, Maisstroh. Ja. Gabstroh, ja? Ja, diese ja. Oma, ja. Okay. Und wie transportieren wir die Ballen dann nach Hause? Oder zum Verkauf? Genau darum geht's. Das, da brauchen wir noch Geld für euch. Ja. Ja, eins haben wir noch, Niklas. Ja, wenn man es die Fastbälle nimmst, dann geht sich kein Hänger mehr aus.
Oh ja, Hänger geht es ja auch aus. Außer, wir kaufen den Hänger, wenn. Wenn wir das die ersten, was haben wir, Soja-Bohnen verkaufen. Ja. Nur keine Rückgewohnung. Das geht auch. Weil dann können wir uns den kaufen. Ja, den Lizard T127 oder Ursus, sagen wir so. Nein, nicht das Schicke mit 6 Bohnen. Komm bitte. Oder. Gleich de, das, ja, den Lader vom Anderson-Pack. Anderson-Paket. Bitte kein Ursus und kein Russen. Ja, der kostet 50.300. Ich würde vorschlagen, einen Kauf, wo wir selber reinstapeln müssen. Und Mama, dass wir selber... Ja? Ah? Ja. Und wer stapelt? Ja, du. Da Titi. Das haben wir denkt, dass mich wieder erwischt. Na, dann kriegt jeder einen Frontlader und dann geht's los. Dann wird gestapelt. Du hast ja fast auf 5. Ich kann nur gut stapeln mit meiner Gang. Was kannst du nur gut stapeln? Wenn mein gelber Ballenspieß oben ist, dann ja. Gelber Ballenspieß? Moment mal. Frontlader. Der gelbe mit dem roten, was weißt du, der Autoloader. Was du normal machen kannst und Autoload. Mit 3 Roterballen. Ich weiß nicht, ob wir den da oben haben. Ich habe noch was mit. Denke mal. Glaube ich nicht oben. Denke mal, Joachim. Denke mal. So. Also bleibt es bei der Fastbell. Moment noch. Moment. Wie steht der Preis? Was ernten wir jetzt da mal? Sojabohnen. Leute, ich möchte euch ja nicht nerven, aber es ist schon 5 nach 8. Ja. Pause. Sojabohnen. Becher abstellen. Wer holt mich ab? Wir auch festspannen. Also der, was die abholt, der ist dann bis die unter der Map holt. So, Joachim, ab nach vordrehen. Bin schon 11 Stunden, oder? Bis 7 Uhr. Passt. Du einen eindrucken? Ja. Ist ja normal, dass da nicht jetzt mehr einer dabei wäre, ja. Die Sonne scheint. So, ideal. Ja, ich bin unter der Map. Nein, ich bin vorher ausgestiegen. Ja, bis ich alle durch habe, jetzt bin ich dabei. Und okay. Sonnenschein haben wir. Jetzt jawohl. Jetzt sehe ich das Feld erst. Geht ja, kannst du kaufen. Also, Fastbell. Ja. Gut. Joachim, wie lange haben wir noch die in der Aufnahme, circa? Ich habe jetzt momentan nicht geschaut. Wir haben. Ja, 2-3 Minuten. Und dann kaufen wir gleich. Und dann hinten noch kaufen wir gleich in welche Folien weiß? Ja. 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 Naja, wir könnten das Rosa-Rot auch nehmen. Ja, wir sind ja nicht auf der Banda Rosa. Ja, die. So. Es so. Habt nichts für Frauen, Iva. Oh ja. Für Kassen. Das war jetzt das Bier. Erst fiel mir nicht so. Ich will so. Dunkelschwarze Ballen. Schwarze Ballen, das muss in der Nacht ja finden. Ja. Nee, wenn wir die in der Nacht sammeln, sieht man die ja gar nicht. So. Ist schon egal, ich hab's in Weiß gekauft. Ja. Und muss ich immer wieder umfärben. Was willst du nicht wieder umfärben? Die Haarfarbe. Egal, irgendwas. So, was? Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir suchen immer noch für unsere Challenge YouTuber. Wenn jemand Interesse hat, bitte gerne melden. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ernst gemeinte Zuschrift, ja. Ein Spieler, also im Prinzip ein Spieler und ein YouTuber, also der was aufnehmen tut. Dann wird Joachim aufnehmen und ich werde aufnehmen und einen bräuchten noch dazu für eine Challenge, genau. Da wird die auf Hardcore, Mappe und wie genau verraten wir es dann, wenn es soweit ist mit einem Wort, oder? Ja.
Bei mir sind sie selbst noch nicht einig, in was für ein Map. Ja, ja. Was muss man nicht verraten, oder? Nein. So. Wie weit bist du? 86%, du kannst schon noch fahren. So, was machst du, Didi? Flügen? Na sicher. Sicher. Passt. Ich fange mal währenddessen an, schön zu pressen. Damit der Christian nicht dann drüber fährt. Also eins merkt man. Diese Folge ist ruhiger, das merkt man schon. Na ja, ruhiger. Ja, aber wir haben auch keine Holzstämme zu werfen. Ja. Hey, hey, Kasten, Ruhe, ganz ruhig. Und atmen. Wir könnten es ja mit dem Mähdrescher probieren. Oh, stimmt. Stroh werfen kannst du zum Beispiel machen. Mhm, aber nicht Ballen werfen. So, ja. Ja. Meine Lieben, das war's dann für heute wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht den Abo-Button zu drücken. Ja. Und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.